Herzlich willkommen, schön, dass Sie mit dabei sind bei einer neuen Ausgabe von Kanal 3, Ihrem steirischen Privatfernsehen. Ich begrüße Sie heute hier aus dem Wetz in Bernbach, denn hier wird in wenigen Tagen das 25-jährige Bestehen gefeiert. Aus diesem Grund werden wir uns heute auch noch mit drei Mitarbeitern unterhalten, die wirklich schon seit Anbeginn an hier im Wetz tätig sind. Zuerst aber einmal unsere Programmvorschau, damit Sie wissen, welche Beiträge wir dieses Mal für Sie vorbereitet haben. Wir berichten von der Herbstparade in Biber sowie von den Mobilitätswochen in den Gemeinden Gradwein und Judendorf, waren für Sie beim Kabarettabend des Kiwanis-Clubs Köflach-Styria West dabei und zeigen Ihnen in unserer Tierecke einige Tiere, die im Tierheim Franziskus auf ein neues Zuhause warten. Vor wenigen Tagen sind sie endlich wieder zurückgekehrt, die Libizaner von ihrer Sommerfrische auf der Stubalpe bzw. auf der Brendelalm. Im vergangenen Wochenende waren sie schon wieder im Mittelpunkt des Geschehens, denn im Bundesgestüt Biber wurde zur Herbstparade geladen. Wir waren natürlich vor Ort und haben für sie die Highlights mit der Kamera eingefangen. Mehr als 2000 Pferdeliebhaberinnen und Liebhaber besuchten am letzten Wochenende das Bundesgestüt in Biber, um der alljährlichen Herbstparade beizuwohnen. Wir freuen uns sehr, erstens mal, dass das Wetter so schön ist. Ich glaube, dass wir wieder ein tolles Programm haben. Herr Dr. Dobritzberger hat sich sehr viel einfallen lassen. Nämlich auch so etwas, dass Leute, die vielleicht nicht so viel von der Reiterei verstehen, hier auf ihre Kosten kommen. Und natürlich haben wir auch heuer wieder Pferde von der Spanischen Hofreitschule, die noch in Ausbildung sind. Also genau eine Zwischenstufe zwischen den jungen Pferden, die hier großgezogen werden, die dann nach Wien kommen, und denen, die man dann in der Spanischen Hofreitschule bewundern kann. Also die sind ja so 6 Jahre dazwischen, werden sie nicht gezeigt. Da werden sie ausgebildet und da haben wir 5 Pferde mitgebracht in den verschiedenen Ausbildungsgraden. Erstens einmal ist es wunderschön, dass die Spanische Hofreitschule die Pferde nach Biber schickt, dass man nicht nur die jungen Pferde sieht und den Nachwuchs, sondern auch die Pferde in ihrer Ausbildung. Wir werden Pferde sehen, die 5-jährig sind, die gerade die 3 Touren, die Gänge zeigen, aber auch Pferde, die fertig ausgebildet sind, die bis Grand Prix ausgebildet sind und die hier gewisse Lektionen und Schmankerln uns darbieten werden. Aber nicht nur die Pferde der Spanischen Hofreitschule begeisterten die Besucherinnen und Besucher. Generell überzeugte die Herbstparade auch in diesem Jahr mit einem mehr als abwechslungsreichen Programm. Wir haben natürlich wiederum die klassischen Kutschendarbietungen. Ein Höhepunkt wird natürlich sein, die Mütter mit ihren Fohlen. Und auch Reitdarbietungen wird es geben, diesmal auch von anderen Pferderassen, nämlich von Friesen. Ein Höhepunkt war aber definitiv die Skijöring-Darbietung von Skiweltcup-Sieger Hans Knaus. Für mich einmal völlig was Neues, was wir da heute noch darbieten werden. Ich bin das zweite Mal jetzt bei der Herbstparade dabei und ich weiß, was uns so erwartet. Nur den Auftritt, was ich heute noch vor mir habe, das ist mir ein bisschen ein Rätsel, ganz ehrlich gesagt. Ich selber kann ja eigentlich nicht viel dazu beitragen. Das Pferd muss schnell sein. Und der Libizaner war schnell, denn obwohl sich Hans Knaus mit nur einer Pferdestärke begnügen musste, war das Tempo, mit dem der Weltcupsieger über den Sand fegte, durchaus beachtlich. Die Herbstparade im Bundesgestüt Biber ist übrigens nicht nur für die Besucher ein Höhepunkt im Jahreskreis, sondern auch für die Verantwortlichen etwas ganz Besonderes. Herr Dr. Dobritzberger, jetzt noch einmal, um auf die Zucht bzw. diese Erfolge zu sprechen zu kommen. Wie zufrieden sind Sie denn? Wie groß sind die Erfolge, die man hier in Biber erzielt? Ja, für uns ist die Herbstparade praktisch schon so ein Erntedankfest oder Saisonabschluss. Sie sehen heute noch unsere Stuten mit dem heurigen Fohlenjahrgang. Wir haben heuer 48 Fohlen bekommen und die sind jetzt kurz vorm Absetzen. Und ja, im Hintergedanken haben wir schon wieder die nächste Saison, die nächsten Deckhengste und das Leben geht dann weiter. Die Herbstparade 2013 im Bundesgestüt Biber. Ein wunderbarer Saisonabschluss mit unvergesslichen Momenten. Radio West, das weststeirische Radio in Bernbach auf 106.2. Was nutzt die schönste Perlenkette, wenn ein Tfirs weht an?
Schmerzende Füße und Zehen? Otto Vital. Individuelle Hilfe nach Maß. Schonend, sanft und wirkungsvoll. Otto Vital. Unser Team berät Sie gern. ottovital.info. Mit mehr als 500 teilnehmenden Städten zählt Österreich zu den erfolgreichsten Ländern, wenn es um die Teilnahme an der Kampagne zur sanften Mobilität geht. Unsere Kollegen aus Gradwein informieren Sie. Die Europäische Mobilitätswoche in der Zeit von 16. bis 22. September und der europaweite Autofreie Tag ist die weltweit größte Kampagne für sanfte Mobilität. Auch in den Gemeinden Gradwein und Judendorf-Straßengl setzt man gemeindeübergreifend auf nachhaltige, umweltschonende Fortbewegungsarten. Ein Grund mehr, bei der Mobilitätswoche auch gemeinsam Akzente zu setzen. Ein gut gelungenes Projekt, glaube ich, muss denen, die hier organisatorisch tätig waren, recht herzlich gratulieren. Vor allem auch der Gemeindevertretung von Judendorf-Straßengl, Bürgermeisterkollege Harald Mollet und auch die Gemeindevertretung von Gradwein. Wir stehen natürlich voll zu diesem Projekt. Eine sehr gute Sache und ich glaube, die Bevölkerung nimmt das auch sehr gut an. Die Marktgemeinde Gradwein informiert sich ja schon länger und da warst du ja in Vorarlberg, genauer genommen in Bregenz. Was war damals so die Intensität, dass du da mit einer kleinen Gruppe hinausgefahren bist? Ja, es war ein Vorschlag von Verkehrsplanungsbüro Plus 4, dass wir dort hinausfahren, dass wir uns ein paar Sachen anschauen, E-Mobilität, Autos, aber E-Autos. Wir waren in einer Firma, wo das erzeugt werden. Es war ein sehr interessantes Projekt, ein interessanter Ausflug. Wir waren insgesamt 8 Personen. Und man muss sagen, also Bregenz ist da auch Graz sehr weit voraus in dieser Sache. Aber wir werden uns sehr bemühen in den beiden Gemeinden, Judendorf, Straßengl und Gradwein, dass wir dort hinten nicht hinterher hinken praktisch. Und wir werden auch mit verschiedenen Aktivitäten in nächster Zukunft dort, glaube ich, wirklich Dampf machen. Ich begrüße es einmal wirklich sehr, dass die Gemeinden Judendorf, Straßengl und Gradwein dieses Projekt geplant haben und jetzt auch durchführen. Für mich persönlich ist es ganz, ganz wichtig, dass unsere Jugend aktiv ist, aktiv mit dem Rad oder zu Fuß, ja, und nicht auf Moped und Auto umsteigt. Und deshalb begrüße ich es auch so durch die neue wahrscheinlich Ortszusammenlegung, dass wir die Radwege ausbauen, verbessern und eben damit unsere Jugendlichen oder auch die Eltern dazu bringen, wieder auf das Rad umzusteigen oder eben auf E-Autos, ja, und dadurch die Umwelt auch schonen. Rückblende. Dass der zunehmende Individualverkehr und im Speziellen der Autoverkehr in Gradwein schon seit vielen Jahren im Gemeinderat für heftige Diskussionen sorgt, ist seit dem ersten Gradweiner Verkehrsgipfel am 18. Mai 2010 hinlänglich bekannt. Schon damals haben sich Experten, aktive Bürgerinnen und Bürger, Exekutive sowie Wirtschaftstreibende und Gemeindevertreter aller Couleurs an einen Tisch gesetzt, um für Lärm- und abgasgeplagte Anrainer an den Hauptdurchzugsstraßen eine gemeinsame verkehrsberuhigende Lösung zu finden. Am zweiten Tag irgendwo wie anrainen und sagt, macht's bitte dort was, macht's da was. Der Verkehrsausschuss entwickelte damals zusammen mit dem Verkehrsexperten Professor Kurt Fallast und seinem Team eine aktuelle Verkehrsanalyse und diskutierte Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in stark befahrenen Durchzugsstraßen. Ein Resultat dieser Ausschussarbeit war zum Beispiel die von den Anrainern geforderte Verkehrsberuhigung in der Stahlhofstraße. Bekannt ist, dass eine spürbare Verkehrsberuhigung mittels 30er-Zone und Straßenverengungen sowohl von Anrainern und Autofahrern akzeptiert wird, aber nur bis zur Gemeindegrenze Wirkung zeigt. Verbesserungen in Bezug auf Radwege und der Ausbau des öffentlichen Verkehrs wurden schon 2010 diskutiert und scheinen heute einer Lösung näher denn je zu sein. Heute nimmt Mobilitätsmanagement einen wichtigen Platz in der Verkehrspolitik der gesamten JEC-Region ein und gehört zu den Schwerpunkten im aktuellen Verkehrskonzept von Gradwein und Judendorf-Straßengl.
Wenn man Radfahren hört und Radwege, dann ist das natürlich nicht nur mit den mehr Kilometer abgetan, sondern es geht sicher auch um Bewusstseinsbildung. Genau, das ist ein sehr wichtiger Punkt, Bewusstseinsbildung. Also natürlich ist eine passende Infrastruktur wichtig, aber es ist nicht der einzige Weg, in mehr Radverkehr zu investieren, ganz einfach. Also wir brauchen Bewusstseinsbildung, wir brauchen die Organisation, das heißt, wie legt man die STVO aus und natürlich brauchen wir die Radwege, das ist klar, und Radabstellanlagen, also das ist ein Sammelsurium von verschiedenen Maßnahmen, die zu mehr Radverkehr führen werden. Im Rahmenprogramm zur Mobilitätswoche konnten Kinder und Jugendliche in der mobilen Radfahrschule ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Daneben gab es vor Ort auch gleich ein Serviceangebot, bei dem Bike und Helm auf eventuelle Mängel gratis überprüft wurden. Was war das Besondere und das Schwierige an diesem Parcours? Ja, also man hat mit dem Rad über verschiedene Rampen fahren müssen. Da waren eine normale Rampe, eine bucklige und eine mit Stufen. Und das Schwierige war halt, dass man das Gleichgewicht nicht verliert. Und ist es dir gelungen? Ja, war nicht schwer. Gefeiert wurde dann ebenfalls bei der Mobilitätswoche. Im regionalen Busverkehr zwischen Gradwein und Judendorf-Straßengel wurde mit der Linie 111 ein lang ersehnter Wunsch der Bevölkerung nun umgesetzt. Mit Zusatzkursen, die über die Rötzerstraße bzw. Stallhofstraße geführt werden, haben auch Gemeindebürger, die weiter weg von den S-Bahn-Stationen wohnen, nun die Möglichkeit, ein attraktives Angebot im öffentlichen Verkehr zu nutzen. Fahrpläne zur neuen Buslinie 111 und zur Linie 120 erhalten Sie in Ihrem Gemeindeamt oder im Internet unter www.verbundlinie.at. Jahre gilt es hier im Wetz in Bernbach zu feiern. Das 10-jährige Jubiläum feierte im heurigen Jahr auch der Kiwanis-Club Köflach Styria West. Wir waren vor wenigen Tagen beim großen Kabarettabend mit dabei. Tu Gutes und sprich darüber. Nach diesem Grundsatz handeln und vor allem helfen die Kiwanis-Damen des Köflach Styria Westclubs. Jahr für Jahr unterstützen sie bedürftige Kinder in beinahe allen Lebenslagen. Und um die Kinder unterstützen zu können, bedarf es natürlich einem, nämlich Geld. Und um dieses zu beschaffen, veranstalten die Damen einmal im Jahr sozusagen für den guten Zweck einen Kabarettabend. Und dieser stand dieses Mal ganz im Zeichen der Märchen. Denn Marion Petritsch sorgte mit ihrem Programm Die Froschkönigin für Lachsalven. Die Wahl ist deshalb auf die Marion Petritsch gefallen, weil wir immer die Tradition verfolgen, Kabarettistinnen zu engagieren. Und die Marion Petritsch mit ihrem neuen Programm hat uns besonders gut gefallen. Zur Entspannung bin ich daheim von Lesen. Am liebsten Märchen, der Froschkönig ist mein Lieblingsmärchen und deswegen sagen meine Freundinnen auch, Fischgräte, die Froschkönigin zum Hebel ja, mein. Ich habe mir gedacht, Märchen sind sympathisch, zumindest die Grimms Märchen gehen immer gut aus. Es gibt viel Symbolik, also ich habe auch ein symbolträchtiges Leben, also ich mag auch diese Metaphern und ich mag den Zauber, das Magische und es ist natürlich auch ein Hintergrund, dass im Frosch an sich eine Transformation, eine Verwandlung, also nicht nur im Märchen, aber dem Frosch sagt man sozusagen die Verwandlung nach und das gilt jetzt auch für diese neue Zeit, in der wir uns jetzt bewegen und jeder kann einfach das verstehen, wie er es verstehen will, aber es geht einfach darum, hier die neue Erde auch zu würdigen oder uns zu verneigen und das ist sozusagen diese goldene Kugel, die es auch symbolisiert und ich stecke das Ganze natürlich in witzige Sketches und lasse meine ganzen Damen und Herren im Märchenland sozusagen herumstolpern. Ja, ja guten Abend, grüß Gott. Ich bin unsere Frau Fahrt. Geht uns weiter in unsere super Hochkanone. Vierer Fußsprung, guten Abend. Grüß Gott, grüß Gott, grüß Gott. Ich freue mich ganz besonders, ganz exklusiv, dass Sie heute bei mir, bin. Sorry, liebe Dame, aber das ist immer noch meine Sendung. Eins und dritte, ganz speziell für unsere Generation 80 plus, unsere Barbara Karlich, die sich zurzeit
sein, allerdings wegen einer doppelten Überdosis Activia noch auf unserem Studio-Scheißhaus befindet. Ich versuche, dass meine Stücke nicht so politträchtig sind, weil das machen jetzt sozusagen eh alle anderen klassischen Kabarettisten, zu denen ich mich ja nicht zähle, weil ich bin in erster Linie Comedian, ich bin Entertainer, bei mir gibt es ja ganz, ganz viel Musik. Es gibt ja jede 10 Minuten einen Musikteil, weil ich finde, das macht einen schönen Teppich. Aber es gibt schon, natürlich jetzt vor der Wahl, gibt es jetzt genug Stoff, eine Eva Klawischnik natürlich auch dabei zu haben. Die Leute wollen schon auch das Alltags Geschehen dabei haben, aber ich lege mich da jetzt nicht besonders drauf. Und ins Märchenland passt jeder. Jedes Ding, dem ich eine neue Form gebe, ist in meinem Märchenland drinnen, egal welchen Beruf diese Person ausübt, ob Politik oder Pausenclown, was auch immer. Ich bin Fisch, ich habe 46 Kinder und ich soll die Schale nehmen. Ach, ich habe die. Ach, sind die Begrüßung, Klappe die dritte. Und bitte. Ich bin für die Fisch. In über 20 verschiedene Rollen schlüpfte Marion Petritsch im Übrigen während ihrem beinahe zweistündigen Programm. Und wenn man die Steirerin über die Bühne wirbeln sieht, dann fällt einem eigentlich sofort das Wort Bauerfrau ein. Wie viel Bauer in ihr steckt, beweist die Künstlerin im Übrigen auch in der Namensgebung ihres Programmes. Ich lege ganz großen Wert darauf, dass mein Programm Die Froschkönigin heißt, weil eben die Weiblichkeit auch immer mehr präsent sein darf. Es gibt immer noch Länder, wo Frauen noch nicht wählen dürfen. Also das kommt jetzt nicht vor in meinem Stück, weil ich wirklich die leichte Kost serviere, aber schon im Hintergrund habe, es heißt Die Froschkönigin, deswegen, weil ich jetzt als Frau das Ganze als One Woman 2x50 Minuten spiele, aber es ist sicher auch so, dass ich wandelbar bin, eben wie jetzt ein Frosch oder eine Fröschin, indem ich eben in 23 verschiedene Stimmparodien schlüpfe. Aber es ist alles immer in Bewegung und in Verwandlung. Es ist nichts gleich, es ist kein Augenblick gleich wie der andere. Und das heißt auch, das symbolisiert eben dieses Tierchen Frosch. Aber ich freue mich immer, wenn 300 Leute drinnen sitzen und 300 Leute sich eine andere Meinung bilden. Es ist wunderbar, weil jeder seine Geschichte dann damit hat und ich das Ganze dann frei lasse und nicht einschränke. So musst du das verstehen. Also so ist das gemeint mit dem Frosch. Marion Petritsch, eine Entertainerin mit viel Elan und Esprit. Elan und Esprit hat aber auch die scheidende Präsidentin der Kiwanis-Damen Ricky Vogel im letzten Jahr bewiesen. Zahlreiche Veranstaltungen wurden von ihr organisiert und teils neue Wege eingeschlagen, was den Cluballtag und das Sammeln von Spenden betrifft. Das Resümee, also es war sehr spannend. Es war natürlich ein großes Neuland für mich. Es war eine tolle Bereicherung für mich, so mit so vielen netten Damen zusammenzukommen bei unseren Meetings. Wir haben sehr viel bewegen können. Wir haben auch dieses Jahr unser 10-Jahres-Jubiläum gefeiert beim Weißen Fest in Schloss Biber, das sehr gut angekommen ist. Und jetzt der Höhepunkt natürlich das Kabarett mit der Froschkönigin. Und ich sage, also wir machen so weiter. Wir sehen uns immer wieder, nur die Präsidentschaft wird übergeben und das wird dann jetzt die Beate Rahmstein übernehmen und sie wird es genauso gut weiterführen. Ein mehr als gelungener Abend, den die Kiwanis-Damen auf die Beine gestellt haben und mit Hilfe dessen sie nun wieder bedürftigen Kindern helfen können. Das Bad zum Leben. Tenne. Unser Team berät Sie gern. ottovital.info. Wir sitzen heute hier im Tierheim Franziskus, mir zur Seite die Silke Wretschko. Und unser Anliegen ist es heute und wird es auch in den nächsten Wochen sein, Ihnen die Tiere, die hier im Tierheim auf ein neues Zuhause warten, näher vorzustellen. Heute zeigen wir Ihnen 2 Hunde und auch 2 Katzen und beginnen werden wir gleich einmal mit der Isa. Die kommt jetzt schon herein und die Isa hat auch Begleitung mit, nämlich die Lisa auf der einen Seite, die sie uns herbringt und auf der anderen Seite natürlich aber auch ihren Nachwuchs. Silke, was gibt es denn über die Isa zu wissen? Also unsere Isa ist eine ganz liebe Hündin. Sie ist ausgesetzt worden mit 2, 3 Welpen.
Sie ist kastriert jetzt worden mittlerweile, gechippt und geimpft. Sie ist mit jedem Hund verträglich. Einen Welpen haben wir noch von ihr da. Der spielt gerade mit der Mama. Wie schaut es eigentlich aus? Kann man mit der Isa spazieren gehen? Ist sie irgendwie an eine Leine schon gewöhnt? Sie geht super an der Leine. Sie ist ein ganz braver Hund. Leinenführigkeit perfekt. Vertragt sie wirklich mit jedem und allem. Ist jetzt auch ganz aufmerksam, da passiert nämlich gerade was im Hintergrund. Wie schaut es eigentlich aus? Wird sie nur gemeinsam mit ihrem Welpen abgegeben? Kann man es einzeln nehmen? Einzeln. Man kann sie einzeln nehmen, gemeinsam nehmen. Also jetzt haben wir schon gehört, sie ist ein bisschen älter. Gibt es irgendwie was, was du sagst? Weiß ich nicht. Hat es Krankheiten gegeben? Ist irgendwas aufgefallen? Also sie ist bumperlgesund. Also eine 2-3-jährige Hündin, was optimal ist. Da geht es so richtig rund bei uns. Man sieht es jetzt gerade, da haben wir jetzt noch einen Welpen dabei, den können wir auch gleich noch vermitteln, oder? Ja, genau. Das ist die Qualle. Komm her mal. Unser dicke Qualle, das ist ein Rüde, ein ganz verspülter, das ist ein Rehbinscher. Der braucht ganz viel Bewegung. Wäre spitze, wenn einer sportlich wäre mit Radl fahren, Agility, Laufen. Das wäre optimal für einen Qualle. Vorrangig sucht man natürlich einen Platz für die Isa, aber wenn jemand Interesse hat an den beiden Welpen, auch einfach vorbeischauen im Tierheim Franziskus. Jetzt wartet schon der Nächste, ein ganz großer in den Startlöchern. Der Tommy kommt jetzt zu uns und der ist doch wirklich eine traumhafte Erscheinung. Hi Tommy. Was ist der Tommy für eine Rasse? Der Tommy ist ein Malamutschäfer, ist 9 bis 10 Jahre alt. Er ist wirklich ein ganz braver, er geht an der Leine spitze, ein Kampfschmuser, ist ein wirklich ein Kampfschmuser. Er verträgt sich mit Hündinnen, Rüden auf Sympathie. Warum ist er abgegeben worden bei euch oder warum ist er zu euch gekommen? Der Platz. Die Besitzer haben müssen umziehen und sie haben keinen Platz mehr gehabt, dass sie ihrem artgerecht halten haben können. Und schweren Herzens haben sie sich dann getrennt von Tommy. Aber er ist relativ brav. Jetzt hast du den Platz schon angesprochen, das heißt, welches Zuhause würde der Tommy suchen? Der Tommy sucht ein Haus mit Garten, ist sehr gerne draußen, verbringt seine Zeit sehr gerne draußen. Er ist ganz, ganz brav, Probleme hat er halt ein bisschen beim Aufstehen, weil er doch schon 19 Jahre alt ist, das ist altersbedingt, er braucht aber keine Medikamente. Er ist halt ein bisschen zaghaft beim Aufstehen, aber er ist noch topfit, man kann noch spazieren gehen mit ihm, Wanderungen machen, also. Das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen könnte, wenn er jetzt doch schon ein bisschen älterer her ist, wahrscheinlich quirlige Kinder zu Hause, eventuell nicht so ganz sicher, oder erst doch? Mit 5, 6 Jahren wäre optimal für ihn. Also ganz kleine Kinder nicht mehr. Also Kinder, die auch schon wissen, wie man mit einem Hund umgeht, beziehungsweise natürlich vielleicht eine wanderbegeisterte Familie, die den Tommy auf Ausflügen mitnimmt. Tommy zeigt sich gerade nicht von seiner besten Seite, nämlich gerade von hinten, aber wir suchen trotzdem einen schönen Platz für den Tommy. Er ist wirklich, Sie sehen es, er sieht mich heute das erste Mal, er lässt sich sofort streicheln, er lässt sich knuddeln, er ist wirklich ein ganzer Braver. Katzerl haben wir auch noch im Repertoire, die werden wir uns jetzt auch noch anschauen. Also das ist unsere Sandrine, sie ist ein halbes, dreiviertel Jahr alt. Sie sucht dringend einen Platz, weil sie ist allein, sie hat keinen Spielpartner mehr und sie würde sich sicher freuen, wenn sie mal daheim knuddelt wird und da zu Hause findet. Sie ist gechippt, entwurmt, entfloht. Einen Gutschein bekommt man mit für die Kastration und ja. Wie schaut es eigentlich aus? Gibt es schon Erfahrungen? Verträgt sie sich mit Hunden, mit anderen Katzen? Also mit anderen Katzen gar kein Problem, mit Hunden auch. Es laufen ständig da Hunde vorbei, also mit dem hat sie gar kein Problem. Gut, also auf alle Fälle vorbeikommen, die Sandrina abholen und wie schon vorhin angesprochen, es ist wirklich so, ich kann es aus eigener Erfahrung berichten, wir haben es nachgerechnet, wenn man die Schutzgebühr für so ein kleines Katzerl bezahlt, dann kommt das wirklich sogar günstiger, als wenn man sich irgendwo eine Katze nimmt, die sie noch impfen lassen muss, kastrieren lassen muss. Also es zahlt sich auch wirklich finanziell aus, wenn man hierher kommt und vom Tierheim eine Katze adoptiert. Wir haben natürlich noch ein Katzerl vorbereitet, das holen wir uns jetzt auch noch. Lisi ist ein Mädchen, eine dreifärbige Glückskatze. Sie hat ein bisschen einen kürzeren Schwanz. Sie braucht ein gutes Platzerl, die was Geduld haben, weil sie ist ein bisschen schüchtern. Hunde mag sie kein. Und ja. Sie ist aber, was wir vorher schon gesehen haben, jetzt ist sie ein bisschen aufgerückt, das ist klar. Aber es ist ansonsten eigentlich so, dass sie sich wirklich auch streicheln lässt. Sie ist zugänglich, also man kann sie wirklich auch in Wohnungen, Häuser nehmen. Ja. Jetzt
Was mir vorher noch aufgefallen ist, beziehungsweise worüber wir gesprochen haben, die Lisi ist wirklich eine Schmusekatze. Ja, jetzt ist sie aufgeregt, gell? Aber ansonsten ist sie eine Schmusekatze. Sie braucht Zuwendung, sie mag es nicht, wenn man sie wirklich jetzt dann wochenlang irgendwo alleine sozusagen in ein Zimmer steckt. Ein bisschen Auslauf wäre super. Wenn es möglich ist, wahrscheinlich auch. Darf sie hinaus? Ist sie Freigänger? Sie darf hinaus, selbstverständlich darf sie hinaus, aber Hunde mag sie wirklich nicht. Sie sieht da die Welpen herumlaufen und anscheinend mag sie Hunde wirklich nicht. Aber sie mag Menschen, sie mag Kinder und vor allem wird sie sich über ein neues Zuhause freuen. Einige Monate ist sie ja schon hier im Tierheim. Geimpft, gechippt, wahrscheinlich alles? Geimpft, gechippt, kastriert, sie wird zum haben. Das volle Programm. Also am besten nicht morgen, sondern wirklich heute schon vorbeischauen hier im Tierheim Franziskus. In den nächsten Sendungen werden wir immer wieder laufend Tiere vorstellen, die hier im Tierheim Franziskus derzeit wohnen. Diese gibt es natürlich ab sofort schon zu haben, so wie viele, viele andere. Also auf alle Fälle wirklich einmal vorbeischauen, vielleicht auch nur einen Hund einmal abholen zum Spazierengehen, beziehungsweise vielleicht möchten Sie ja auch eine tolle Tasche kaufen mit einem Tiermotiv. Da kann man das Tierheim auch ganz, ganz toll unterstützen. Silke, ich sage mal Dankeschön für deine Bemühungen heute. Auch an die Lisa ein Dankeschön, die alle Tiere heute hierher gebracht hat zu uns. Und ich würde mich freuen, wenn eines unserer Tiere bald ein Zuhause findet. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und lade Sie auch gleich am nächsten Samstag hier ins Wetz nach Bernbach ein, denn da gibt es gratis Geburtstagstorte für alle Besucherinnen und Besucher, solange der Vorrat reicht. Die Torte kommt übrigens von der Konditorei Gensinger, also lassen Sie es sich schmecken.